Oh, da sind wir wieder. Auf das neue The Old Valley. Also The Valley, The Old Farm. Wir haben jetzt erstmal das Finden noch im Beton. Werden wir nochmal schnell machen. Den kleinen Johnny, Johnny sag schon mit den kleinen Deutz. Den 6506. Oder 5206. Wie wir letztes Wie ich letztens mal schon mal erzählt hatte. Da wollen wir auf jeden Fall erstmal das mitmachen hier. Dafür ist, da reicht er vollkommen zu. Wenn wir das mal schnell noch rum hier, dann habe ich ein Problem zu vermelden, dass mir ein Drescher weggegangen ist. Kann ich nicht sagen warum. Müsste ich den neu kaufen. Er steht da hinten irgendwo auf Welt, 61. Aber wie hat sich das Safe Game irgendwie, weiß ich auch nicht so richtig, oder ich bin irgendwo drauf gekommen und habe es nicht mitbekommen. Eigentlich wollte ich, dass wir hier auf dem Feld sind, aber das ist schon mittlerweile fertig, wie ihr das seht, dass ihr das schon seht. Und ja, deswegen kann ich da jetzt gerade nichts mehr weiter machen, aber das ist im Prinzip nur Stroh gefahren, Stroh gepresst. Eine Presse steht da noch. Und ja, die andere Presse, ich habe noch eine zweite Presse hier geholt, das ist ein Rundballen. Und die Rundballenpresse, die werden wir dann nachher auch wieder auf Feld 61 nochmal benutzen. Weil das wollte ich euch auch mal zeigen, dass ich das geht. Und dann wird auch das dem Aufladen gemacht, was ich eigentlich normalerweise euch auch zeigen wollte. Und wie gesagt, jetzt machen wir mal kurz das hier fertig. Ist ja schnell gemacht, eigentlich relativ zügig gemacht. Und von daher ist das auch nicht verkehrt. Wie gesagt, das werden wir noch alles schön einfahren. Das wird wahrscheinlich dann erstmal ins auch vielleicht mache ich die auch in Rollen und lege die dann hier schön an der Seite. Können wir eigentlich auch machen. Ja, machen wir das so. Das werden dann Heurollen und die werden wir dann außerhalb dann lagern. Wäre das von der Sache ja auch schon geklärt, dann mache ich dann die Ballen doch mit der Quaderpresse. Wäre ja auch nicht, ist eigentlich nicht so weiter schlimm, ob ich das jetzt hier mit der mache oder mit den anderen mache. Hauptsache es wird dann gemacht. Auf jeden Fall ist es so nicht verkehrt, das Heu machen. Dann wird wahrscheinlich dann noch gucken, dass wir dann demnächst dann noch mal eine andere Wiese organisieren noch, dass wir dann noch mal ein bisschen Silage machen können. Habe ich auch mir ein schönes Ding besorgt. Dann auch noch mal benutzen. Wie gesagt, das erstmal eins nach dem anderen. Aber schauen wir mal. Hätten wir das. Ja, ein paar Minuten wird auf jeden Fall noch dauern. Aber ich habe auch noch hier auch eine schöne Errungenschaft wieder auf dem Hof, die werde ich euch auch noch gleich noch mal vielleicht noch präsentieren. Für die Tiere haben wir da schon, was habe ich da schon was mitgemacht. Und da wird dann immer schön mit Gras geholt und solche Sachen. Ist ein relativ der Trecker ist auch nicht verkehrt. Ich habe den, wir hatten den, hat man ja, von meinem Vater mal so einen Freund gehabt, einen Trecker. Und der ist auch nicht, das war auch nicht, der war auch nicht verkehrt, der Trecker. Aber wie gesagt, das ist halt so ein spezielles Maschinchen. Das ist im Prinzip für
Landwirte, die, sagen wir mal, Viehzucht betreiben, relativ optimales Gerät gewesen, weil dies, ja, ich will nur so erzählt gesagt, viel Frischfutterholung gut geeignet war. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal, das ist den Ding, erstmal das fertig machen, dann fahren wir mit denen mal gleich nochmal ein bisschen eine Fuhre holen. Wenn ich es noch schmiss, mal ich schaffen. Und wenn es gut läuft, machen wir heute mal eine etwas längere Folge. Und dann geht das schon. Wie gesagt, das will ich euch einfach noch zeigen, weil das ist, wie gesagt, das Ding ist nicht verkehrt. Da habe ich auch lange Zeit dran gesessen, dass ich das mal so weit hatte. Aber naja, egal. Gut. Wollen wir das jetzt mal fertig kriegen hier? Aber gut, dass ich doch das den große Wände genommen habe. Aber größer wird das sowieso nicht werden. Weil da muss der Trecker ja auch noch schaffen. Mit 52 PS. Da hätten wir das fast geschafft. Super. Da hätten wir das soweit bekommen. So. Noch so zweimal hin und her, würde ich sagen. Da hätten wir das auch geschafft. Ach, da sind wir doch richtig gut. Ich hätte mit länger gerechnet. Hab mich verguckt. Auch noch eine extra. So, dann machen wir das einmal hier zusammen und stellen das erstmal hier oben mit hin. Aber nicht hier, das kommt hoch. Aber den wollen wir ja begann, da hinstellen, wo wir es brauchen. Und wie ihr seht, ist das auch da drin, ist die Klasse schon. Huch. Ich meinte, ich will nicht nur mal einsteigen, ich wollte da hinten hingehen. So. So. Dann werde ich mal kurz hier, das ist eine, wie ihr seht, auch aus dem Jahrgang, wie wir jetzt hier so schon so spielen, ist eine relativ gute. Ich wollte eigentlich eine andere haben, aber die gibt es leider nicht in aus dem Jahrgang. Und von daher nehme ich ruhig diese erstmal. So, der wird jetzt mal hier hergestellt. Dran gemacht noch alles. Halt dran machen, habe ich gesagt.
und abstellen. So, und da wollen wir erstmal zu den anderen Trecker dann erstmal rüber hüpfen. Und zwar in jenen. Das ist ein Deutz-Fahr, Intertrack. Wovon, wie gesagt, das ist, wie ihr seht, wurde das so früher nur benutzt. Und er funktioniert. Und lass uns mal losfahren. Und nicht wundern, warum der jetzt so einen Sound hat. Dieser Sound, den musste ich ihn irgendwie einpflanzen, weil er hat einfach keinen Sound gehabt und ich habe gerade keinen anderen parat gehabt. Und ja, ist aber auch was Schickes, wenn man sich das überlegt, mit dem so zu fahren und dann so ein Pfeifen zu hören. Ups. Da haben wir schön immer was Schönes, immer noch im Hinterkopf, wo es was herkommt. Wie gesagt, das Ding hat nur 90 PS. Aber reicht eigentlich voll von der Sache her vollkommen aus, um das zu machen, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Und zwar zum Feld fahren und kurz ein bisschen Gras holen für die Viecher. Weil die bald schon wieder was brauchen. Da fahren wir jetzt mal schnell damit hin und mähen erstmal ein bisschen Gras nebenbei. So. Aber wenn man so ehrlich ist, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht den nochmal austausche, den Sound. Das ist jetzt einfach jetzt nur so ein Notlösung, weil ich wollte den unbedingt benutzen und der Sound war halt nie da bei dem Ding und da habe ich mir jetzt das immer so irgendwie hingeborstelt, dass er überhaupt etwas Sound hat. Und es hat endlich funktioniert. Nach etlichen Wochen. Und ich finde, da kann man ruhig mal auch so lassen. Erstmal. So, da wären wir da. Dann fangen wir jetzt noch auf Feld 14. Das ist direkt in der Nähe vom Händler. Bloß einmal außen rumfahren. Wir sind ja fast da. So, los geht's. Aber ihr könntet ja auch gerne in die Kommentare noch reinschreiben, ob ihr was ihr davon haltet. Von dem Sound, in dem ihr. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Deutz. Das Sound ganz woanders denn. Nur so am Rande. Aber ich wollte jetzt unbedingt austesten, deswegen hatte ich das so gemacht. So, dann sind wir jetzt am Gras ernten. Weiß nicht warum, aber irgendwie die Zeit, die ist auch schon wieder das Feld schon so lange fortgeschritten gewesen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch jetzt noch mal, stimmt, ja, ich hatte ja über Nacht die Nacht übersprungen, das ist das, deswegen ist das so, okay. Ja. Wenn man selber schon wieder die Hälfte vergessen tut. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mit euch noch diesen hier voll machen. Und ich finde, es ist wirklich so eigentlich ein gelungenes Teil, wenn man sich das so überlegt. Man kann schön von vorne oben reingucken. Das ist das Problem, was bei mir noch immer noch herrscht. Ich kann jetzt nicht in der Inneneinsicht fahren. Deswegen muss ich da nochmal ran, aber er ist erstmal soweit fertig. Ich weiß aber nicht genau, woran das jetzt liegen tut, dass das so ist. Und naja. Schauen wir mal erstmal nochmal.
Ich krieg das aber auch noch hin. Dass das dann so schöner aussieht. Dass man auch schön von der Innenansicht fahren kann. Wie gesagt, es ist auf Kopf gedreht und ich weiß nicht warum. Muss ich nochmal rauskriegen, wo rausgucken oder rangucken, wo das herkommt. Oder wieder, wieso das so ist. Aber das wird dann in der nächsten Folge irgendwann passiert sein. Und von daher, das muss ich aber noch ändern. Aber das sehe ich dann noch. Wie ich das hinkriege. Dann haben wir jetzt halb voll, das ist auch nicht verkehrt. Naja. Immer. So, wie gesagt, also ich mache das auf jeden Fall mit euch noch voll jetzt. Und dann machen wir den. Werde ich dann noch oft dann rüberfahren, wieder zurückfahren und wieder mal abstellen. Weil. Ups, ich glaube schon was reinmachen, das wäre zu früh. Aber das sehe ich nachher gleich noch. So, aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare, könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch schon mal gesehen habt oder kennt. Oder den kennt. Wie gesagt, das ist eine Maschine, die hat bereits relativ in den 90ern, wenn ich jetzt nicht irre, glaube 90, ja, 90, um den 90er ist, glaube kam der raus. Und wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr davon inhaltet. Wie gesagt, den habe ich bis jetzt noch nicht irgendwo groß gesehen. Also das ist, wie gesagt, auch so ein sehr, sehr, sehr großes Unikat, finde ich. Und von daher, ja. Wie gesagt, da kommt... von diesem dem Modder, der steht hinten drauf, der den gemacht hat. Das ist ja auch sein gutes Recht. Und ich finde, den hätte er auch relativ gut hingekriegt, außer dass der Sound nicht mit drüber gekommen ist. Der hat eigentlich normalerweise einen Deutzer und hat der drinnen und der Sound funktioniert nicht. Ja. So, das ist halt das Problem. Und deswegen habe ich ihn jetzt nochmal diesen Sound verpasst. Ich hoffe ja, dass ich den anderen Sound irgendwann mal wieder in die Gänge kriege. Weil irgendwie will das nicht so, wie das soll. Und ja. Und ohne Sound fahren ist auch nicht. Also ein E-Mobil wollte ich auch nicht haben. Würde ich mal so behaupten. Ja. So, dann hätten wir das auch erstmal weg dann. Vielleicht kriege ich noch nicht mehr ganz voll. Wie gesagt, ich habe hier von diesem, glaube ich, nur 3 Wagens runtergekriegt. Das ist eigentlich wenig.
Aber es könnte daran auch liegen, dass der nicht gut gedüngt war und alles. Das Ganze hier. Aber der Ladewagen, der ist auch nicht verkehrt. Das hört sich richtig nice an. Finde ich. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Warum will ich doch so? So, dann wäre das soweit fertig. Das müssen wir verstehen. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir noch mal nach vorne, dass wir das zumachen hier. Da fahren wir jetzt noch zusammen nach auf dem Hof. Aber wenn man ehrlich ist, es hat schon was, dieses Pfeifen. Erinnert mich an einen ganz bestimmten Trecker. Aber das könnt ihr eigentlich auch am Kommentar reinschreiben, welcher das ist. Irgendwie dachte ich, werde mich darum noch kümmern, dass ich dieses mit der Kamera hinkriege. So, dass ich das bald hinkriege, weil irgendwie ist es sehr belastend, wenn das nicht funktioniert. Das ist nicht nur bei dem hier, es ist auch noch bei einem anderen, den ich noch habe. Gleiche. Und von daher muss ich nochmal schauen, was das mit ist. Wir haben heute aber eine richtig große Folge. Aber egal, muss sein. Wollte euch den unbedingt zeigen. Schade ist halt nur, dass ich habe es auch schon ein bisschen anders noch getestet auf der Pulau. Aber mit dem Butterfly-Mähwerk und das Butterfly-Mähwerk, das schafft er irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Dann muss ich auch noch mal gucken, was das sein könnte, warum der nicht das anhebt. Dann wären wir dann mit dem auch endlich wieder zu Hause auf dem Hof. Wir sind jetzt in den letzten Metern, ich würde mal sagen. So lange, ich fahre jetzt noch in den Skustall wieder rein. Und ja, denkt an die Kommis und an die Däumchen und an die Kommentare, die auch von der Sache her, ob ihr das so gut findet, was mit ihm hier, mit dem Sound so. Oder ob ich den wieder. Ob es vielleicht doch besser ist, einen anderen Sound noch wieder reinzumachen, weil es ist einfach nur einer von vielen, die ich machen könnte. Bloß jedoch, es ist halt so, ich habe einfach nur erstmal den hier gehabt und werde mir noch einen anderen besorgen. Und könnt ihr ja gerne in den Kommentaren drunter lassen. Und wie gesagt, bis dann. Ciao, ciao.